Morgen. Heute wird ein Tag voller Erinnerungen, denn Max und ich sind auf dem Weg jeweils in unsere ehemaligen Wohnorte hier in Japan. Max ist auf dem Weg nach Tsurusei und ich bin gerade schon am Shinjuku Bus Terminal, denn ich werde nach Kofu fahren und zwar wie gewohnt mit dem Fernbus. Das hier ist eben auch der erste Ausblick, den ich auf Tokio hatte, nachdem ich das erste Mal mit dem Fernbus hier in Tokio angekommen bin. Deswegen ist dieses Dokomo-Gebäude für mich auch so prägnant. Und lustiger Fun Fact, als ich das erste Mal nach Tokio gefahren bin, habe ich vom Your Name Soundtrack Hajimete Tokyo gehört, was eben auch bedeutet, das erste Mal in Tokio. Und immer wenn ich dieses Lied höre, erinnert mich das auch sehr so an diese nostalgische Zeit, wo ich das erste Mal hier war. Ja, deswegen ist das Shinjuku Bus Terminal für mich so ein bisschen was Besonderes. Ich glaube aber, beim ersten Mal stand ich da oben auf dieser Plattform und nicht hier in der Etage. Während Anne gerade noch im Bus sitzt, bin ich schon in Tsurusei. Tsurusei ist nämlich der Ort, wo ich vor 2 Jahren für ein halbes Jahr gewohnt habe. Und um ehrlich zu sein, verbinde ich mit dem Ort doch recht viele Erinnerungen. Es ist nun mal ein Ort, wo man grundsätzlich neben dem Büro bei mir die meiste Zeit hier verbracht hat. Auch wenn ich viel auf Achse war, ist das so der Punkt, an dem man nach Hause kommt und zur Ruhe kommt. Da gehört dieser Park hier auch so ein bisschen mit dazu. Tsurusei selbst liegt in Saitama, etwas nordwestlich von Tokio und gehört an sich gar nicht zu Tokio, sondern eben zu der Saitama-Präfektur und dort relativ mittig, würde ich fast sogar behaupten. Und dadurch eigentlich ein guter Zwischenwert zwischen Großstadt und ländlich. Ich habe nämlich von Tsurusei aus zur Arbeit nach Higashimatsuyama vielleicht 40 Minuten mit Laufen gebraucht, das war eigentlich voll okay. Nach Shibuya braucht man von hier, wo ich auch gearbeitet habe, so 2-3 Tage die Woche, ungefähr 1 Stunde 15, 1 Stunde 20 mit Laufen. Je nachdem, welchen Zug man erwischt, war also eigentlich eine ganz gute Ecke, um herzukommen und gleichzeitig aber in Ruhe wohnen zu können für einen angemessenen Preis. So, und was wir jetzt machen, wir laufen jetzt rüber zum alten Gebäude, wo ich gewohnt habe und gucken da mal rum, ob das alles noch so ist wie vorher. Und ansonsten kommen jetzt erstmal ein paar Aufnahmen, wo ich sonst immer lang gelaufen bin und was mich in der Zeit geprägt hat, wie zum Beispiel der Friseur. Und das ist die Straße, in die ich immer reingehe von der Bahnstation aus. Und hier sieht es etwas anders aus als vor 2 Jahren. Hier sind Gebäude weg, hier sind neue Gebäude. Aber hier waren noch grundsätzlich viele alte Gebäude. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie hier auch schon gebaut, als ich hier war. Das Gebäude war zwar noch da, aber hier vorne haben sie schon gebaut gehabt. Und das Gebäude hier an der Ecke ist aber komplett neu. Das kenne ich noch nicht. Das Gebäude da hinten, die Reihenhäuser, die haben sie damals gebaut. Da war ich auch noch da. Und jetzt musste ich hier links mein Gebäude von früher sein. Und da ist es. Mein altes Haus. Hier hat sich nichts verändert, bis auf, dass da jemand auf meinem Parkplatz steht. Windig, deswegen hoffe ich, ihr versteht mich. Aber ich bin jetzt in Kofu, ich bin schon eine Weile hier, ich bin mit Freunden unterwegs. Deswegen ist es nicht so einfach, so viele Aufnahmen zu machen. Aber trotzdem wollte ich euch kurz mal einen Einblick geben in die Stadt, in die ich gewohnt habe. Und zwar könnt ihr hier meine ehemalige Uni sehen und irgendwo da hinten habe ich gewohnt. Dieses Gebäude ist komplett neu, das kenne ich überhaupt nicht. Und ansonsten hat sich auf der Seite hier nicht viel verändert. Hier ist der Bahnhof, wer es vielleicht noch aus den alten Videos kennt. Ja, und ansonsten ist hier alles wie immer. Und auch auf dieser Seite hat sich nicht viel verändert. Es ist alles ziemlich gleich, bis auf das andere Gebäude, was ich euch eben gezeigt hatte. An sich ist es ein ganz komisches Gefühl, wieder hier zu sein. Sehr vertraut, aber trotzdem irgendwie ungewohnt. Ich kann es nicht so richtig erklären. Und der Fuji, den man eigentlich immer sieht, ist dort. Ich glaube, ihr seht ihn vielleicht gar nicht. Ich sehe ihn nur so ein ganz bisschen hinter den Wolken vorgucken. Es ist ein bisschen schade, weil die Aussicht auf den Fuji hier einfach immer unglaublich gut war.
habe ich immer mein Fahrrad abgestellt und es ist einfach so witzig, wieder hier lang zu laufen, einfach so. Es ist total schlimm, ich muss mich hier andauernd entscheiden. Also hier lang geht es zu dem Supermarkt, wo ich immer hingegangen bin, und hier lang geht es zur Uni. Und wir haben uns jetzt entschieden, erstmal zur Uni zu gehen, weil ich da halt viel öfter war. Ja, es ist aber... Ich beschreibe euch das später mal in Ruhe, wie das ist. Da hing mal mein Bild, aber jetzt scheint niemand aus Deutschland da zu sein. Also das ist eine Karte, wo alle Austauschstudenten dran hängen. Hier war früher ein Fahrradparkplatz sozusagen, und jetzt steht hier ein neues Gebäude, was aussieht wie eine Kirche. Okay. Diese ganzen Gebäude hier sind auch neu. Früher durfte man den Parkplatz nicht benutzen, weil das quasi alles Baustelle war. Früher war da so eine alte Ruine, komplett überwachsen. Und jetzt bauen sie da ganz neue Sachen hin, was eigentlich ziemlich cool ist. Das, die Baustelle war eigentlich ziemlich genau neben dem Eingang. Ich habe davon zum Glück aber nicht so viel mitbekommen. Das kann ich hier nochmal zeigen. Das Haus ist von Liu Palace 21. Komischer Name. Aber die kann ich generell empfehlen. Also, es sind super Häuser. Auch von der Inneneinrichtung ganz schön. Ja. So schaut es hier aus. Ich will jetzt hier nicht zu sehr rumlungern, weil hier sind überall Überwachungskameras, deswegen. Schnell ist man wieder auf dem Rückweg. Es ist so komisch und es ist so viel passiert, was ich halt einfach auch gerade alles nicht aufnehmen konnte. Wie gesagt, ich rede gleich nochmal in Ruhe drüber. Wo soll ich anfangen? Also erstmal hoffe ich, dass Max ein paar mehr Aufnahmen gemacht hat, ein bisschen mehr erzählt hat als ich. Aber um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich in Kofu damals auch schon sehr viel gefilmt. Wer daran Interesse hat, Aufnahmen von so einer bisschen ländlicheren Stadt zu sehen, dem verlinke ich, wenn es geht, hier oben im i oder unten in der Videobeschreibung nochmal meine Kofu-Playliste. Da könnt ihr gerne reinschnuppern, wenn euch das interessiert. Aber erstmal zurück zum heutigen Tag. Es ist so, dass ich ganz viele Freunde natürlich wieder getroffen habe, die noch immer dort studieren. Und das allein war schon sehr emotional, sag ich mal, weil man die Leute eben jetzt ewig nicht mehr gesehen hat. Und dann ist es aber so, dass wir halt auch durch die Stadt gelaufen sind, dass wir uns Orte angeguckt haben, zum Beispiel verschiedene Kaufhäuser, verschiedene Wege. Einfach sind wir lang gegangen, wo ich halt immer lang gegangen bin. Wir waren bei mir in der Uni. Wir haben zufälligerweise zum Glück sogar einen von meinen Lehrern getroffen. Denn eigentlich ist da gerade Frühlingsferien sozusagen. Also da ist gerade Pause und eigentlich sind die nicht da. Und es war auch wirklich nur der eine Lehrer da. Aber es war super witzig, weil ich stand zufällig auf dem Flur und er kam zufällig raus und er so, Und ich so, Ja, also es war eine ganz witzige Situation, aber er fand es voll toll, mal wieder so ein bisschen zu erzählen. Ja, es waren einfach so viele Eindrücke, die ich irgendwie schon ohne halt all die Leute dabei kaum hätte verarbeiten können, und so war es halt einfach nur noch viel mehr auf einmal, sag ich mal. Es hat sich aber seltsamerweise wie alles andere auch super vertraut angefühlt, eigentlich sogar noch vertrauter. Ich kam dahin und dachte mir so, wie soll das jetzt was Besonderes sein? Hier bin ich doch eigentlich jeden Tag lang gegangen. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, so war es voll langweilig hier. Aber dadurch, dass man einfach so vertraut mit der Gegend ist, war es auch irgendwie so komisch, wieder da zu sein und zu wissen, dass man eigentlich so lange nicht da war. Und es hat sich nicht viel verändert in Kofu. Also ja, ein paar Kleinigkeiten haben sich verändert. Zum Beispiel ein riesiges Gebäude mit Apartments, was da jetzt steht. Aber im Großen und Ganzen hat sich echt nicht viel verändert. So von der Atmosphäre, vom Aussehen etc., vom Feeling. Es ist einfach noch genauso wie vor anderthalb Jahren. Und das war einfach... Ja, ich konnte es einfach auch nicht so ganz glauben oder ich wollte es nicht wahrhaben, dass es eigentlich komplett gleich geblieben ist. Wobei es auch einen halb, also
es hat einem auch ein komisches, beruhigendes Gefühl gegeben, dass es alles sich nicht groß geändert hat. Das ist ein ganz komischer Mix. Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, die ich gerne sagen würde, aber ich kann keinen davon wirklich in Worte formulieren. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit diesem Gedankenmüll, sage ich mal, den ich euch jetzt präsentiere, so ein bisschen leben und merkt so ein bisschen, wie es mir dabei geht. Es ist noch verwirrender als die ganze Sache allgemein, wieder in Japan zu sein. Und ich denke, damit würde ich das Video jetzt auch beenden. Ihr habt heute zwei sehr unterschiedliche Eindrücke bekommen, denke ich mal. Ja. Haha, Plot-Twist, er sitzt hier. Ja, er sitzt schon hier. Mir ging es ganz ähnlich, auch wenn bei mir mehr verändert war, als ich gedacht hätte. Echt? Ja, ich habe es in dem Video gezeigt. Wir haben noch gar nicht darüber geredet. Aber ich fand es super toll, super spannend, wieder zurückzugehen. Ging mir wahrscheinlich genauso. Einfach weil man mit dem Ort sehr viel verbindet. Da habe ich schon ganz, ganz viel in meinen Aufnahmen drüber gesagt, deswegen will ich hier gar nicht jetzt so viel verlieren. Ja, und ich überlasse Anne wieder das Auto. Ja, damit würde ich dann auch sagen, beenden wir das Video heute. Ich glaube, das ist genug Aufregung für den ganzen Tag. Also wie auf jeden Fall bei mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Ciao.